Hallo, natürlich habe ich nicht in einer Aufnahmesession. Ich habe jetzt, die letzte Folge war tatsächlich nur eine Aufnahmesession, eine Folge. Ja, wie das so ist. Es ist ja jedes Mal das Gleiche. Wenn ich mir vornehme, zwei, drei Folgen aufzunehmen, dann klappt es nicht. Obwohl, jetzt nehme ich es mir auch vor und jetzt klappt es definitiv, weil jetzt kann ich dazwischen kommen. So, Farbband wegpacken. Aber die letzte Folge ist jetzt noch nicht so lange her, wie manchmal es so passiert, dass da ein paar Tage zwischen sind. Jetzt sind quasi nicht mal 24 Stunden dazwischen. Deswegen bin ich noch ganz gut im Thema. Guck mal kurz. Dim, dim, dim. Achso, nee, ich glaube zu wissen, was kommt. Genau, deswegen wollte ich mich nochmal eben vorbereiten. Das dachte ich ja schon in der, davor der Folge da. Das wollte ich gar nicht wegpacken. Das bitte und dann Magnum bitte. Und bitte davon noch eins. Und dann wir nehmen erstmal die. Wir können ja gleich noch schnell wechseln. Ist ja alles möglich hier. Und dann gehen wir jetzt mal Cookie. Looky, looky. Boah, sieht schon geil aus, ne? Das ist schon sneaky hier, ey. Kannst du immer wieder sagen. Wenn man halt den ersten Original Teil kennt, dann ist das hier schick. So. Tür. Okay, wir gucken mal. Achso, wir haben ja von hier keine Karte. Okay. Ganz romantisch mit Kerzen. Vielleicht erwartet uns ja auch eine attraktive junge Dame hier, die es gern ein bisschen bizarrer mag. Entschuldigung. das ist das Schokobrötchen, was ich gerade gegessen habe. Mein Zuckerspiegel ist gerade ein bisschen in. Liegt hier nicht irgendwas? Hier ist doch rot. Habe ich irgendwas hier übersehen? Ah, ist ja schon so schön bequem, ne, dass er das überhaupt anzeigt, dass das hier rot ist. Oder das gehört vielleicht. Obwohl, ne, wir gehen ja eine Treppe runter. Warte mal, ich klapper mal hier eben kurz. Ja, ich sehe aber nichts. Ich sehe nichts und ich klicke hier gerade so ein bisschen rum, aber. Ihr seht auch nichts glitzern, ne? Okay. Komisch. Nicht, dass hier Munition liegt oder so, aber ich sehe nichts. You're a bit of a mess up. Chris, take a piece of the action. Hat er mich jetzt Versager genannt? Kann ich den erschießen? Nee, kann ich nicht. Ich muss, ja, okay. Pass auf, ich weiß ja hier, was abgeht. Deswegen, warte, ich klicke das mal an. Eine Nachricht ist in den Sarkophag geschützt. Ist der Fluch der Ketten bezwungen, erscheint der Weg der Wahrheit. So, Leute. So viel dazu. Jetzt weiß ich nicht mehr. Wieso? Ja, genau. Wie war das denn nochmal? Scheiße. Ach ja, genau. Ach ja, genau. Oh! Ach ja. Ich habe gedacht, genau, ich muss die einfach. Wie die einfach ausflippt, ey. Ich laufe einfach mal dran vorbei. Kacken dreist. Genau, ich muss die Dinger hier runter. Oh! Entschuldigung. Ich bin jetzt voll erschrocken, dass die so springt. Konnte ich mich gar nicht dran erinnern. So, ciao. Ist auch irgendwie traurig, ne? Okay, gucken wir mal in den Sarg rein. Ich weiß noch, beim ersten Mal hier mit Jill der Durchgang, ey, das hätte ich jetzt eigentlich auch gar nicht verschießen brauchen hier, ne? Fünf Stück habe ich jetzt eigentlich für Nüsse verballert. Naja, gut. Da habe ich die ganze Zeit nämlich auf die drauf geballert und habe das mit den Ketten nicht geschnallt. Ich habe gedacht, ich müsste die, wenn die hier so am Rand ist und fast runterfällt, habe ich gedacht, ich müsste hier so runterzielen, damit die irgendwann runterfällt.
Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitamin. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Arm halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967, Jessica Trevor. Ja, das ist so hart, ne? Haben die Experimente an denen gemacht und ich meine, wir wussten ja, dass die Mutter schon tot ist und bla und dass die halt nach ihr sucht und ja, wahrscheinlich, ich meine, dieses Mutantenvieh war halt so ein kleines Mädchen. Das hat ja jetzt nicht mit Absicht hier so Menschen, weiß nicht, getötet und so, keine Ahnung. Es wollte halt einfach nur zu ihrer Mutter zurück, ne? Und ich denke mal, dass sie jetzt, wo sie den Schädel hat, dass sie jetzt auch keinem mehr was zu Leide tut, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Gucken mal, was hier weitergeht. Ach so, hier war so ein Aufzug, ne? Warum steht der Wesker da eigentlich? Der sagt gar nichts so. Hätte ich den jetzt erstmal anklicken müssen? Weiß ich gar nicht. Jetzt sind wir... Ach so, jetzt sind wir hier wieder. Warte mal, ich gehe nochmal eben kurz zurück. Und quatsch den mal kurz an. Ich weiß es nicht mehr, weil der stand da jetzt irgendwie noch so erwartungsvoll. Wollen wir jetzt rausgehen und dann gehen wir auch nochmal eben kurz die Treppe hoch, weil siehst du hier, ist ja eine Etage tiefer und hier ist nicht rot und oben war rot. Da muss ja irgendwo was liegen. Quatsch mal eben. I'll investigate this area a little further. Ah so, ja gut, das war jetzt nicht so die mega Konversation. Ich gehe nochmal eben nach oben. Das sieht mir nicht so aus, als würdest du irgendwas tun. Hier erforschen und so. Ach, okay, jetzt ist nicht mehr rot, alles klar. Dann hatte das damit nichts zu tun. Dann können wir ruhig wieder runtergehen, obwohl wir haben nur einen Platz frei, ne? Ist egal, wir gehen jetzt erstmal nicht zur Truhe zurück. Habe ich keinen Bock drauf, ich bin faul. Wir gucken jetzt erstmal, was uns das bringt, dass wir jetzt hier sind. Und die Tür von der anderen Seite, da können wir ja jetzt bestimmt aufmachen, die jetzt noch rot war, ne, wo wir noch nicht durchkamen. Wenn wir dann doch zu wenig Inventarplatz haben, ja, dann müssen wir halt mal gucken. Ach so. Mhm, okay. Ach, ich glaube, wir müssen sowieso nochmal zurück. Ich glaube, wir müssen eh nochmal zurück. Ich klicke mal eben kurz die Tür an. Da ist eine große eiserne Tür. Sie lässt sich nicht öffnen. Ja. Gucken wir uns hier mal um. So ein Brunnen oder sowas, ne? Kann ich hier irgendwas anklicken? Ah. Eine runde Einbuchtung. Ein Symbol in Form eines Adlers ist eingraviert. Dumm. Jetzt kommen endlich die Einbuchtungen, die wir... Ja, den Adler-Dingensbums haben wir ja schon vor lange. Hier ist auch noch eine. Eine runde Einbuchtung, ein Symbol in Form eines Wolfes ist eingraviert. Ja, das heißt, wir müssen eh nochmal zurück zur Truhe. Und die beiden Embleme da, die beiden Dinger holen. Und dann wird ja vermutlich diese Tür aufgehen. Ist ja sehr naheliegend. Der steht da, ey. Der macht gar nichts erkunden, ey. Faule Sau.
Warum taucht der immer da auf, wo gerade Monster sind oder so? Warum, warum? Wie weit war das denn jetzt hier nochmal? Nicht so weit, ne? Nur durch die Tür ein Stück noch runter und dann war ja, glaube ich, ein Stück hoch, ne? Ja doch, erst ein Stück runter. Wir müssen ja erst nochmal hier über die provisorische Brücke hier drüber. Genau. Na ja, gut, war ja nicht so weit. Dann können wir auch ruhig nochmal abspeichern. Hoch. Ah, dieser Kamerawechsel. Ich werde es nie hinkriegen. Aber den Wolf hatten wir auch schon. Also ich weiß, dass wir zwei hatten, aber ich kann mich nicht erinnern. Ja. Hä? Wo ist denn der andere? Das andere runde Teil. Wir hatten doch schon beide, oder nicht? Bin ich nicht einmal total blöd? Ach, ja. Ja, ich weiß auch, warum wir das nicht haben. Ach, ja. Ja, ich weiß auch, warum wir das nicht haben. Weil ich ja einmal neu geladen habe. Deswegen haben wir nämlich auch noch den Helmschlüssel. Ja, komm, da speichere ich jetzt aber nicht ab. Da ziehen wir jetzt einmal hier so durch. Das kriegen wir schon hin. Weil ich ja neu geladen habe, um Rebecca zu retten. Und dann hatten wir ja nicht nochmal die Schlange getötet, ne? Fällt mir jetzt gerade so ein. Und ich glaube, bei der Schlange haben wir ja dieses Wolfsteil bekommen. Wo war die denn nochmal? Warte, einmal gucken. Bevor ich jetzt... Da war die, ne? Nee, die Tür war zu. Da kamen wir auch definitiv nicht durch, da oben. Und rot ist da, weil da, glaube ich, noch Heilung war. Wo war denn nochmal die... Der Spencer-Raum, der ist auch rot. Ich meine, der wäre aber auch bei Jill, hätte ich das Spiel beendet, mit diesem roten Spencer-Raum. Ich habe da nichts mehr gefunden. Das ist bestimmt irgendwie ein Fehler des Spiels. Ich habe da alles abgesucht. Da ist nichts. Wo war denn jetzt nochmal... Hey, muss doch irgendwo noch eine Tür sein, die zu ist. Ich habe dort den Helmschlüssel nicht benutzt. Ach, da. Da müssen wir lang, ne? Da müssen wir, glaube ich, lang. Und da wartet, glaube ich, die Schlange, ne? Okay. Dann laufen wir oben rum. Ja, stimmt. Bei der Schlange kriegen wir, meine ich, dieses Wolfsemblem und dann können wir da unten weiter. Ja, habe ich vergessen. Ich hatte keinen Bock, nachdem wir neu geladen haben, das direkt nochmal zu machen mit der Schlange. Sondern da haben wir ja erstmal andere Sachen weitergemacht. Aber gut, jetzt... Ja, ist eigentlich egal, wo wir langlaufen, aber ich finde den rechten Flur immer so gruselig. Weil er so verwinkelt ist und weil da halt dieser Spiegel steht und so. Finde ich den so gruselig. Und hier auch an dieser Stelle kriege ich trotzdem auch immer so nasse Hände, weil ich immer Angst habe, dass hier doch nochmal was kommt. Irgendwas respawnt. Aber das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil in dem Spiel ist ja nichts random oder so, ne? Da, ich finde den Flur hier, ich finde den so gruselig einfach. So. Laufen wir da nochmal hin. Aber ich habe echt so... Ja gut, die Magnum haben wir noch gekriegt. Ne? Ich habe gerade überlegt, ob wir noch irgendwie tolle Waffe bekommen haben oder so. Helmschlüssel verwendet. Sie brauchen diese Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja danke. Dann haben wir mindestens zwei Plätze wieder frei. Eins auf jeden Fall fürs Emblem und irgendwie nochmal Heilung oder weiß ich nicht mehr, was wir da noch gefunden hatten. Ach ja, genau, das war dieser Bibliotheksraum. Genau, hier sind nämlich noch zwei Kräuterchen. Gar kein Problem, müssen wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. Aua! Drecksvieh, ey. Okay, haben wir aber noch nichts abbekommen. Kickt die mich einfach da runter, ey. Aua! Warum ist die denn so aggro? Ja, das
Ey, hallo? Kannst du mal bitte zielen? Ah. Ich glaube, die, Schnauze! Ich glaube, zweimal habe ich jetzt irgendwie nicht getroffen. Kann das sein? Ach, egal. Kriegen wir auch so hin mit der Munition noch. Die einen 5 hätte ich ja gerade auch nicht verbrauchen müssen und, wir spielen halt nicht wirklich effizient, aber egal. Buch mitnehmen, ja. Genau, und dann hat man da reingeguckt. Das kennen wir ja auch schon. Was die wohl bedeuten? Ja. Es war eine Medaille im Buch versteckt. Naja, versteckt auch nicht so wirklich. Da gibt es eine Verwendung für, ja. Ach, jetzt können wir leider nur eine Pflanze mitnehmen, ne? Weil wir die nicht kombinieren können. Obwohl, wir haben Warnung. Können wir ruhig eine schnabulieren und die andere nehmen wir dann mit. Sind wir wenigstens wieder komplett geheilt. Das war doch gar kein Ding. Ging ja jetzt auch schnell. Kräuterchen, danke. Zieh das hier mal direkt rein. Hallo. Nimm mal bitte. Ich bin gerade ein bisschen ungeduldig, möchte gerne weiterkommen hier. So. Ich muss mal einen Kaffee trinken, der ist schon ein bisschen kalt. Wenn er ganz kalt ist, naja, geht auch. Kann man auch trinken. Mein Gott. Dann könnte ich sogar ein paar Eiswürfel reinmachen. Schmeckt, glaube ich, auch ganz gut, aber egal. So, wieder der gruselige Flur hier. Und wie immer muss ich nochmal 5-mal auf die Karte gucken, als würde ich den Weg nicht schon in- und auswendig kennen. Ja, das ist natürlich doof, dass wir jetzt 2 Plätze für die Medaillen brauchen. Ach, wo will ich denn hin? Ich überlege, ob wir die beiden Medaillen einsetzen und dann vorsichtshalber nochmal zur Kiste zurücklaufen. Und dann irgendwie Heilung und Munition oder sowas nochmal einpacken. Einfach, weil es ja auch sehr offensichtlich ist, dass hinter dieser Tür auch irgendwie eine spezielle Situation auf uns lauert, sag ich mal. Müssen wir gleich mal gucken. Wenn ich so wie jetzt zum Beispiel die beiden Dinger, dann könnten wir nämlich nur eine Heilung mitnehmen. Also so, wie wir es jetzt quasi haben. Nur, dass das Kraut halt mit der Adlermedaille getauscht wird. Und da fühle ich mich nicht so... Ich weiß ja nicht, wie viel Heilung... Hä? Ja, bitte? Wie viel Heilung da hinter dieser Tür auf uns noch wartet. Da würde ich schon gerne noch einen mitnehmen, weißt du? Kraut einmal wegpacken, bitte. Boah, wir haben so viel einfach, ne? Das, da kann man nicht sterben, eigentlich. Oh. Sogar wenn wir keine Munition mehr... Gar keine mehr. Gar keine. Und mit dem Messer würden wir das trotzdem hinkriegen. Quatsch. Wie noch nicht der Farbband. So, Adlermedaille. Ah, und ich habe jetzt nicht nochmal abgespeichert, ne? Ich bin gerade so unschlüssig wieder. Ich habe ja auch keinen Bock, immer 5-mal hin und her zu laufen. Aber jetzt haben wir auch nicht abgespeichert, ne? Wenn da jetzt irgendwann auf uns lauert und wir kacken ab, dann müssen wir nochmal die Sache mit dem Mädel hier machen. Mit der Schlange. Das ist ein bisschen doof, ne? Ich auf die Uhr gucke, dann müssten wir 20 Minuten fast nochmal neu machen. Komm, wir packen jetzt erstmal, ich weiß nicht mehr, wir packen jetzt erstmal die beiden Medaillen da rein.
Und dann gucken wir erstmal, was passiert, was der sagt, ob die Tür dann da aufgeht und. So, runde Einbuchtung, Symbol eines Wolfes. Verwenden bitte. Danke. So, und dann hier bitte einmal die. Okay. Es war nämlich doch nicht, die Tür geht sofort auf. Was war denn da unten nochmal? Ach, ja klar, da kommt ja noch ein ganzer Abschnitt, ne? Ja, ja. Okay. Was haben wir hier? Da, ach so, Aufzug. Benutzen, ja bitte. Da ist noch eine Tür, oder was? Ja, wir müssen ja, ja, werdet ihr gleich sehen, wir müssen ja tatsächlich, also die Tür, diese eiserne Tür da, die geht später auf, aber jetzt noch nicht. Wir müssen erstmal hier unten, ja, ich erinnere mich. Mitnehmen, ja bitte. Ein paar könnten wir jetzt wieder gebrauchen. Das war hier nämlich, ich glaube, hier hatte ich auch das letzte Mal. Ja. Ich überlege gerade, ob wir es hier einmal speichern sollen. Ach komm, machen wir. Wir haben 7 Farbbänder. Das ist mehr als genug. Schreibmaschine speichern. Ja, bitte. Bevor wir jetzt hier weiterlaufen. So, das ist die Treppe. Ja, dann überspeichern wir den einmal. Und dann packen wir auch erstmal wieder die normale Pistole ein, ne? So, einmal das. Und das bitte gegen die tauschen. Und die rüsten wir jetzt auch erstmal aus. Hier war nichts zu einsammeln, ne? Nee, okay. Ich war jetzt schon wieder irgendwie im wir sind fast durch Modus. Hier ist noch Kerosin. Das, ja. Moment. Tut mir leid, ich gehe nochmal eben zurück. Und nimm doch jetzt mal wieder, weil das da ein Behälter steht für, wo habe ich den denn überhaupt? Ach, hier. Dass da überhaupt ein Behälter steht, ist ja auch schon ein Hinweis. Dann nehmen wir den dankend an und nehmen auch vorsichtshalber mal den Kanister mit. Ja, da hören wir schon. Warum zieht er denn so weit, Er steht eh nochmal auf. Ja. So, schnell anzünden. Hallo? Das brauche ich jetzt sowas von. Zünde den mal bitte an. Danke. So, dann können wir nämlich unseren Kanister auffüllen einmal. Ja, bitte. Sie haben einen Kanister aufgefüllt. Was sagt unsere Knarre? Weil für die können wir auf jeden Fall die normale Pistole nehmen. Da brauchen wir nicht das Schrot verschwenden.
überlege ich, nehme ich das Magazin mit oder fülle ich die wieder nur einmal auf? Moment, gucken wir mal, wie viel wir jetzt noch. 19 haben wir noch. 11, okay. Ja, komm, wir nehmen das mal mit. Ist, mein Gott. Ist zwar die, das Inventar voll, aber ist egal. Da ist ja mindestens noch einer. Na, kommst du oder? Ach so. Ach so, okay. Der junge Mann, der ist unterwegs noch. Alles klar. Ah, das war jetzt wieder geil. Das ist, wenn ich ungeduldig bin. Ja, der frisst. Gucken, ob ich den schon anzünden kann. Nee. Ich glaube, der steht immer auf. Deswegen. Also jetzt haben wir nämlich schon nur noch zwei. Habe ich den jetzt getroffen? Nein. So. Burn, baby, burn. Warum, manchmal. Ich stehe doch direkt daneben. Warum der das manchmal nicht sofort macht, ne? So, warte noch, warte noch. Da. Genau, passend haben wir wieder einen Platz frei. Die Pflänzchen können wir hier stehen lassen. Die können wir nachher mal in die Truhe packen. Was liegt hier nochmal? Die lassen wir erstmal liegen. Gucken wir auf Karte. Der Raum ist zu. Das ist ein elektrisches Verriegelungssystem. Da kommen wir noch nicht rein. Alles klar. Dann. Ist hier oben... Ne, genau. Müssen wir einmal runter. Finden wir... Ja, haben wir noch keine Karte für hier, ne? Stimmt. Dieses... Unten dieses Labor hier. Da hatte ich auch schon überlegt, wann das kommt. Jawohl. Sehr schön. Ich liebe es, wenn der Kopf wegplatzt. Da ist der nächste. Mein Gott, ey, du hartnäckiges Stück, ey. Ist ja wohl nicht zu fassen, ey. Ich laufe mal eben dran vorbei. Steht der nochmal auf? Boah! Genau passend. Krasser Scheiß. Okay. Guck mal, ob ich den eben anzünden kann. Jo. Okay, okay. Dann laufen wir erstmal wieder zurück. Und füllen den Behälter auf. Boah, genau passend. Ist natürlich die Frage, ob wir jetzt hier gleich irgendwo noch, rüsten die mal vorsichtshalber schon mal aus. Ob wir hier Pistolenmagazin finden. Oder ob ich die jetzt eben zurücklegen soll. Ich lasse die noch im Inventar. Es ist noch etwa die Hälfte da. Auffüllen, ja bitte. Aufgefüllt. Okay. Ja, wir lassen die erstmal im Inventar. Ich meine, wir würden hier irgendwo... Ich meine, hier sind ja auch wieder normale Zombies und auch Benzinkanister und so. Deswegen glaube ich schon, dass wir auch noch mal normale Pistolenmunition finden. So, dann nochmal gucken. Da ist rot-rot, da ist grau-grau. Gut, dann gehen wir erstmal hier rein. First Aid. Können wir erstmal liegen lassen. Die anderen beiden Räume kommen wir nicht rein. Die Tür ist verschlossen. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das so schnell weggeklickt. Jetzt konnte ich das selber nicht mehr lesen. Die Tür ist verschlossen. Wenn Sie die Hebel an der Seite umlegen könnten, würden sie sich öffnen. Ja. Okay, die sind alle drei rot. Hebel zum Öffnen der Türschlösser, wenn Sie nur die Schlösser an den Hebeln öffnen könnten. Gut, das können wir noch nicht. Was ist hier? Die Tür ist verschlossen. Also nichts Spezielles, sondern ist einfach zu. Alles klar. Dann gehen wir hier mal gucken. Wir haben ja noch einen rostigen Schlüssel im Dingens, ne?
Ist hier einer drin? Nee. Nee, okay. Was haben wir hier am Start? Hier glitzert irgendwas. Guck mal. Röntgenbild mitnehmen. Clark David, Nummer 11. Wenn ich das richtig lese, lassen wir erstmal liegen. Hier ist eine Art Schalter. Drücken. Okay, können wir von blau zu rot verändern. So bläuliches, ja, so kaltes bläuliches ist es, ne? Was haben wir hier? Gail Holland, Nummer 3, Röntgenbild. Ein Memo auf dem Notizbrett erregt ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblock steht gekritzelt: Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen die Initialien alphabetisch geordnet werden. Ja. Wir wissen die Initialien. Wir können jetzt aber hier nur sehen, ja, Lunge, Leber, Magen etc. Aber können da jetzt nichts Besonderes erkennen. Alex Bechet oder, ja, weiß nicht, wie man das ausspricht. Ein Röntgenbild hängt an der Wand. Am Oberrand steht ein Name, Alex Bechet. Ein Röntgenbild, am Oberrand steht ein Name, Ed Fischer. Also BF. Das heißt, hier zwischen... Was war das nochmal für ein Röntgenbild hier? Gail Holland. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage Vor- oder Nachname, ne? Ja, komm, ich will das jetzt nicht noch fünfmal... Weg, 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 weg. So, was haben wir hier? Brief des Forschers. 8. Juni 98. Meine liebe Ada, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstands, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte dieses Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften Stehende, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles normal funktioniert, kannst du sämtliche Schlösser über das Sicherheitssystem öffnen. Ich habe das Terminal im kleinen Sicherheitsraum eingerichtet, sodass du dich unter meinem Namen und mit deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelleretage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in ein Röntgenbild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell rausbekommst. Ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nie zu sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. John, Ada, ist abgespeichert. Ich schreibe es mir mal vorsichtshalber. Moment, Zettel. Es ist nicht schwer zu merken, aber da kommen jetzt gleich... Müssen wir auch gleich mal eben gucken. Hä, wo ist denn mein Stift? Ich habe hier immer Zettel liegen und ein Stift liegt ja irgendwo auf. Normalerweise. Gut. Ich mache jetzt sowieso hier eine Aufnahmepause. Und dann versuchen wir in der nächsten Folge dieses kleine Rätsel hier zu lösen. Einmal... Die Keller, also ja, erstmal lösen wir das hier mit dem Röntgen, glaube ich. Dass wir die hier richtig aufhängen und das herauskriegen. John und Ada kann man sich ja gut merken. Und dann erkunden wir weiter diese wundervollen Kellerräume. Wir sehen uns, bis dann.